Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Heute spielen wir die Sandland-Demo. Da gibt es auch wieder eine Demo. Ich muss sagen, allgemein gefällt mir das richtig gut, dass neuerdings für jedes neue Spiel irgendwie eine Demo rauskommt und das schon Wochen vorher. Deswegen gucke ich hier auch sehr gerne rein. Bin ich mich sehr gespannt. Habe ich auch schon vorbestellt. Das Ganze kommt am 26. April raus, sowohl für den PC als auch für Konsolen. Also sehr cool. Und hier schaue ich mir jetzt die Demo an. Ich hoffe, dass die richtig schön lang geht und nicht nur eine Stunde. Und man da schon richtig schön viel sehen kann. Ich weiß gar nichts darüber, was hier drin passiert. Und bin einfach mega gespannt. Inhalte und Spielbalance der Demo unterscheiden sich von der Vollversion des Spiels, okay? Ja, denke ich mal. Ne? Man wird hier wahrscheinlich zu einem bestimmten Zeitpunkt schon starten. Und in der Vollversion quasi von Anfang an. In dieser Demo kannst du mit drei Fahrzeugen die Spielwelt erkunden und Gegner bekämpfen. Kampfpanzer, Motorrad und Kampfrüstung. Du kannst die LP deines Fahrzeugs wiederherstellen, indem du dich in einem Lager ausruhst, okay? Bewegen, Kamera, schwacher Angriff, starker Angriff, springen, interagieren. Cool. Da du jetzt ein Lagerkapsel hast, kannst du bis zu fünf Fahrzeuge mitführen. Okay. Kapselmenü bestätigen. Infosteuerung im Hilfemenü. Okay, chillig. Und jetzt kann ich sofort rumlaufen. Es geht einfach sofort los. Und ich muss sagen, der Look ist richtig cool. Gefällt mir richtig gut. Und es ist im ersten Moment erstmal viel besser als das, was ich erwartet habe. Für all die, die es nicht wissen, Sandland basiert auf einem Manga von Akira Toriyama. Der ist ja kürzlich verstorben. Und das ist quasi sein letztes Werk, was er noch mitgemacht hat. Also das Ganze basiert hier auf seinem Manga. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kann man einfach. Ich weiß gar nicht, ob das Open World ist oder was man machen soll. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier so ein Fahrzeug rufen. Und dann damit rumlaufen. Ich weiß gar nicht, was Ziel des Spiels ist. Ob Demo quasi. Turbo, bremsen. Schießen. Oh, nachladen, okay. Oha. L1 plus R2. Okay. Ich weiß gar nicht, was Ziel des Spiels ist gerade. Okay. Sehen wir irgendwo was erfahrungsmäßig oder so? Ich weiß, also, das ist ein krasser Start in der Demo, ne? Er sagt gar nicht, ob es hier irgendwas zu tun gibt. Aber wir ballern mal hier die Demos weg. Kann man die looten oder was kann man damit machen, wenn man die killt? Aber wir fahren einfach mal los. Man kann Gas geben. Fahrzeugkrieg, Boombox, Massenraketen. Das probiere ich gleich auch mal aus. Ansonsten kann man hier jetzt einfach rumfahren, okay? Massenraketen. Würde ich gerne mal ausprobieren. Greifen die auch irgendwas an? Oha, das greifen die an. Okay. Königsskorpion. Der haut ab. Ich lade mal nach. Da steht gar kein Level bei, was da ist. Wenn man R1 gedrückt hält, vielleicht sieht man das genau hier rechts in meinem Kopf. Dann lädt man nach. Die Frage ist, nur mit Fahrzeugen unterwegs oder auch zu Fuß? Ich kill den mal. Vielleicht gibt es da einen Loot oder sowas. Also ich denke mal, dass es, wenn man jetzt die Vollversion spielen würde, man auf jeden Fall irgendwie eine Mission oder so hätte, die man verfolgen kann oder muss. Und nicht einfach in die Open World geschmissen wird. Aber ist ja auch schön, dass man ein bisschen Einblick darin bekommt, wie das Movement und alles ist. Und das, muss ich sagen, fühlt sich richtig gut an. Also richtig, richtig gut. Und down. So, was gibt das jetzt? Kann man den irgendwie looten oder so? Aussteigen? Nee. Es gibt einen Doppelsprung. Okay, weil gibt es auch andere Fahrzeuge, die ich aus. Okay, gibt es auch normale Angriffe? Wo waren jetzt die Fahrzeuge? Ich hab's ja vergessen.
Ah ja, rechts. Ich nehme mal den hier. Reiner sieht auf jeden Fall. Auf jeden Fall gefällt mir der Look übertrieben gut. Ist so eine Mischung aus Manga und normalem Game, ne? Ist auch mit Unreal Engine gemacht und von Cryrare und so. Also auf jeden Fall gut. Moin Ellie, moin Sebe, moin moin moin. Okay, das ist auf jeden Fall ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal ein bisschen uns die Landschaft an. Ich bin gespannt, wie weitläufig die Demo ist und wie viel man sich hier angucken kann. Hier ist auf jeden Fall irgendwie sowas wie... Oder war ich hier eben? War ich hier eben? Ah, das ist das, wo ich eben war, ne? Aber ich würde mal gucken, schauen, wo man überall hin kann in der Demo. Auf jeden Fall, es sieht mega gut aus und es spielt sich auch richtig schön. Ist schon cool. Bin auch gespannt, ob es noch andere Gebiete gibt. Das mit der Wüste kenne ich aus Trailern und so. Also hier ist nichts. Hier wäre vielleicht ein Boss oder sowas. Riesiges Gebiet. Sieht man denn sowas irgendwie auf der Karte? Also, die Karte sieht erstmal riesig aus. Wenn das die komplett... Oh mein Gott, das ist alles Karte! Okay. Und ich bin hier oben. Dann würde ich mal sagen, fahre ich komplett nach Süden und guck mal, wie weit ich komme. Okay, hier durchs Gebirge. Ah ja, hier geht's auf jeden Fall nicht mehr weiter. Ach, die fahren mir hinterher. Option, direkt mal die Kamera schneller machen. Das mache ich ja immer. Empfindlichkeit viel höher. Das ist immer so niedrig eingestellt, da kommt man doch noch zu nichts. Weiß auch nicht, wieso das immer so niedrig eingestellt ist. Zack. Ja, viel besser. Ja, so ist viel besser. Okay, dann fahre ich mal komplett nach Süden. Da vorne sehe ich doch... Nee, ist kein Wasser. Ich dachte, es wäre Wasser. Aber weiß ich... Also da oben, das sieht doch schon mal verdächtig aus. Aber weiß ich die Frage, wieso sind die Gegner und die geben nichts? Vielleicht gibt es im Final Game dann doch irgendwie Erfahrung oder Loot oder so. Weiß ich nicht. Okay. Oh, da ist ein Panzer. Sind das Gegnerpanzer? Ja. Egal, ich fahre einfach mal vorbei, weil ich will wissen, was da hinten ist. Also, wenn die... Ich hoffe, die Demo ist nicht nur rumfahren und sich die Landschaft angucken, sondern dass man auch irgendwie ein bisschen was machen kann und muss. Hier geht's runter. Oha, vielleicht ist die Kamera jetzt doch ein bisschen zu schnell. Ah ja, hier komme ich auch nicht weiter. Okay, Demo ist vielleicht einfach nur die Open World ein bisschen sich anschauen. Und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das Movement ist und so. Und das ist mega gut. Ey, stehen bleiben. Ich frage mich aber immer noch. Oh, das hat mir wehgetan. Ah, kann ich auch normal gegen die kämpfen? Ja, das würde ich auch gerne wissen. Kann ich. Aber ich kann nichts looten, kriege keine Erfahrung, kein gar nichts. Hm. Ah, doch da! Rohstoffe, Pflanzenrohstoffe erhalten. Ach, vielleicht sammeln die beiden Kollegen das für mich ein. Könnte natürlich auch sein. Da ich selber gar nichts einsammeln muss. Hm. Kann man hier runterspringen? Gibt es Fallschaden? Hui! Okay, man kommt einfach wieder zurück und kriegt ein bisschen Leben abgezogen. Rechts, links an der Seite. Hm. Probieren wir das letzte Fahrzeug noch aus, würde ich sagen. Den hier. Ich hoffe, der ist schnell, aber der sieht sehr langsam aus. Aber das ist halt so typisch Dragon Ball-mäßig, ne? Sieht schon. Das ist schon witzig. Oh ja. Oh, das war. Okay, das ist krass. Your Chester? Fine, but I'll only tell one. 135 km/h. Ich frage mich, wieso da Nitro steht. Vielleicht habe ich aber auch unendlich Nitro. Hier in der Demo, das kann auch sein. Also da ist eine Festung.
Gibt's da? Was gibt's da? Raus hier. Abgelegenes Haus. Gucken wir mal rein. Musik ist auch cool im Hintergrund, ne? Okay, Tür ist zu. Also, wie gibt's hier nichts zu tun? Ich gucke nochmal auf die Karte. Ich versuche weiter nach Süden zu kommen. Hallo Mausi, moin moin. Moin Sebo, moin Elli. Auf jeden Fall quatschen die ganze Zeit. Ist so ein bisschen Dragon's Dogma-mäßig, dass sie die ganze Zeit miteinander quatschen. Also ich würde wetten, dass es nicht nur Wüste ist, sondern dass da noch andere Gebiete gibt. Aber das mit der Wüste ist halt das, was man aus dem Manga und so kennt. Okay, jetzt wir gehen die ab. Dann holen wir uns den mal wieder. Und fighten die. Rein da. Oh. Die greife ich an. Ich habe nicht aufgepasst. Oh ja. Oh ja. Das ist witzig. Du kannst sie auch einfach so überfahren. Nein, nicht nah genug. Also, oh, guck mal, hier angehender Bandit Max. Das ist also ein Boss oder so. Ah, jetzt war auch mein Nitro irgendwie leer. Keine Ahnung, wieso. Ach, vielleicht geht... Ah, jetzt check ich's. Das ist meine Ausdauer und die geht nur leer in Kämpfen und nicht, wenn ich normal rumlaufe. Okay, das macht Sinn. So, down. Sammeln die wieder was ein? Das ist natürlich cool, dass die Ausdauer nur verbraucht wird, wenn man auch... Oh, ups. Wenn man auch... im Kampf ist. Das ist cool. Ellenring-mäßig, ne? Oh, man kann so fliegen. Das ist witzig. Geschafft. Und rein da. Gucken, was drin ist. Bin gespannt. Ah! Okay. Sieht eklig aus. Aber endlich mal hier was Spannendes. Let's go. Dungeon. Ruin. Was ist das? Kann ich die einsammeln? Das ist wahrscheinlich einfach nur Lichtquelle. Wir dürfen nicht vergessen, dass es alles Demo ist, Leute. Ne? Wenn ihr jetzt denkt, oh, das sieht aber leer aus und so und da passiert gar nichts. Das kann alles sein wegen der Demo, dass hier natürlich sehr viel abgespeckt wurde, um nichts vorwegzugreifen, was dann im Spiel passiert. Also wundert euch erstmal nicht. Okay, ich glaube, ohne Dingsbums kämpfen ist übel kacke. Das hat übel wehgetan. Kann ich heilen? Boombox, Fahrzeugkrieg. Was macht eine Boombox? Können wir den holen? Lass ihn ruhen! Rein da! So, jetzt kriegt er auf die Schnauze. Also man kann mit den kleinen Typen kämpfen, ist aber glaube ich nicht so ratsam. Okay, hier. Ist da noch eine Tür? Nee. Okay. Weiter runter. Aha. Ich weiß auch gar nicht, welches Level ich bin. Ach, guck mal hier, gibt's auch so Skillbaum und sowas. Verbündeter und Skillbaum gibt's auch. Okay, es gibt also Level, da oben rechts sehen wir das. Mit Leben, Schaden und so und Fertigkeitspunkten. Luft ausweichen und guck mal, zeigen die natürlich noch nicht an, was da gibt, aber es gibt schon die Zeichen zu sehen und die Verbündeten. Wie kann ich denn den Verbündeten? Ah ja, guck hier, links und rechts ist auch der Verbündete. Boombox, Fahrzeugkrieg, Tonfa-Angriff, okay, cool. Ob es da später noch andere Verbündete gibt, weil theoretisch gibt es ja noch viel Platz. Das ist auf jeden Fall spannend. Gegenstände, klar. Fahrzeuge. Gibt es bestimmt auch noch verschiedene später. Ist cool. Und die Karte. Okay, gehen wir mal weiter. Okay, vielleicht ist hier auch einfach nur... Oh ne, hier geht's weiter. Ich dachte, wir Ende. Aha!
Aha! Was hier? Das mit diesem Sahara-Effekt ist ganz cool, ne? Dass das so wabert. Ah, okay, es gibt also auch Kisten und so. Lass mich raus hier. Die ist offen! Habe ich die automatisch gelootet und ich habe nicht aufgepasst? Die war doch zu. Kann natürlich sein, dass ich die automatisch gelootet habe und ich nicht aufgepasst habe. Bin gespannt, wie... Da ist also wieder eine Kiste. Jetzt probiere ich es aber ganz genau aus. Wenn ich hingehe, wird es automatisch gelootet oder wie läuft das? Ne, nachsehen. Okay. Ah, weil ich schon Dreieck gedrückt hatte. Man kriegt also auch Loot. Schön, schön, schön. Wieder rein da. Ist irgendwie so eine richtig entspannte Mischung aus RPG. Bestimmt, also, ja, Souls-like nicht, aber... Action-RPG-mäßig. Looting. Ganz cool auf jeden Fall. Ja, wir haben eine Kiste. Also man kann einfach rangehen und Dreieck drücken. Auch mit so einem Vieh hier. Antike Goldmünze. Das ist fies. Da ist noch eine! Bin fast tot. Die zweite habe ich nicht gesehen, die war fies. Ob man sich irgendwie heilen kann? Bestimmt, oder? Okay, aber hier ist auch nichts mehr. Ob es hier noch weitergeht? Spiel vorbei, das ist ja auch mal wichtig zu... Ich wollte nur wissen, was passiert, wenn da steht Spiel vorbei, wenn man Game Over geht. Was passiert, wenn man Game Over geht? Okay, man startet einfach wieder von neuem. Das kann sich natürlich in der... Im Actual, also im richtigen Spiel noch ändern, aber... Es scheint... Vielleicht kann ich da drum rum nicht schießen. Es fängt schon wieder an mit dem Cheese. Kann sich natürlich im finalen Game noch ändern. Vielleicht kann ich hier auch was kaputt machen. Ich bin jetzt schon irgendwie auch in dem Modus, da ich auch noch was zumindest mal von weitem weg sehen möchte, ob es noch was anderes gibt. Ey, man kann sich doch safe irgendwie heilen, oder? Ah ja, Steuerkreuz unten, Leute. Für die, die es wissen wollten. Steuerkreuz unten kann man sich heilen. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, bei einer Demo hier die Wüste anzugeben, weil die halt schon relativ leer ist, ne? Vielleicht hätten sie sich mehr Gefallen getan mit anderen Gebieten. Aber da hinten kommt man auf jeden Fall auch hin. Ich denke mal, die Demo ist wirklich nur so ein Showcase, wie ist das Gameplay. Und nicht, dass du irgendwie schon irgendwelche Aufgaben erfüllen sollst. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Wüste vielleicht auch noch mal ein bisschen voller gestaltet ist, dann im richtigen Spiel. Wir werden es alles erfahren am 26. April, aber jetzt in der Demo kann man noch nicht allzu viel sehen. Ich hatte... eigentlich gehofft, dass es hier noch ein bisschen was mehr zu sehen gibt. Ja, mehr gibt es hier leider nicht zu sehen. Ich hätte echt gerne mehr gezeigt, aber ich bin jetzt einmal komplett rum. Das ist nur dieses kleine Gebiet hier mit ein, zwei Ruinen. Kannst dich ein bisschen umgucken und ein bisschen dich mit dem Kampfsystem auseinandersetzen. Und ein bisschen rumspielen, das finde ich ganz cool. Also das Movement ist genau das, was ich liebe. Doppelsprung ist sehr nice, heißt, du kannst dich ruhig gut erkunden, du kannst dich schnell fortbewegen. Das Kampfsystem bisher sah ganz cool aus. Du hast kein Penalty dadurch, dass du stirbst, also... Und es ist richtig schön animiert, also seine Haare wackeln, wenn die miteinander quatschen, dann bewegt sich der Mund, alles was ich so, worauf ich Wert lege. Du hast Spuren im Sand, also es läuft echt richtig gut und sieht auch richtig gut aus und das auf der PlayStation 5 Version. Ja, das ist die Demo, könnt ihr selber runterladen. Am 26. April geht's dann ins komplette Game rein, leider am gleichen Tag, wo Stellar Blade auch erscheint, da habe ich ja auch vor ein paar Tagen die Demo gespielt. Aber Sandland natürlich auf dem Manga basierend, finde ich sehr, sehr cool.
Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr nichts verpassen wollt, und ein Like auf dem Video, und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.